Es bebt, da das Verhärten der Fronten die Gesellschaft ins Wanken bringt. Es fließt, es bebt, es brennt. Es fließt, es bebt, es brennt. Vor 2 Jahren hatte ich eine Vision. Ich wollte die Menschen zurückbringen, die Opfer des Holocaust, des Opfer des Rassismus, des Opfer des Hasses, zurückbringen vor unsere Augen, in unser Herzen, in unsere Seelen. Dann habe ich mir gesagt, wie wunderbar wäre es, wenn wir diese Bilder sehen würden, Fotos an den Häusern, wo diese Menschen gelebt haben. Und wir nennen das Faces for the Names. Wir wollen zeigen, dass die Menschen Menschen waren. Sie waren nicht nur Opfer, sie waren Menschen wie ihr, wie ich, wie alle. Und mein Ziel ist zu zeigen, an alle Minderheiten, alle Gruppierungen sind sicher in dieser Europa der Vielfalt. Wir sind hier zu Hause. Deutsche, wehrt euch! Kommt nicht bei Juden! Das Projekt Faces for the Names ist eigentlich eine Ansammlung von verschiedenen Projekten und die Möglichkeit, allen nochmal Raum zu geben, sich zu beteiligen. Wir haben verschiedene Erfahrungen gesammelt mit anderen Gruppen zum Thema Gedenken und haben das zusammengebracht. Und so sind dann Jugendliche aus verschiedenen Foren zusammengekommen und haben mit dem gearbeitet, was sie schon mal gemacht haben. Und dieses mit dieser neuen Umgangsform, mit diesen Projektionen verbunden. Das heißt, die ganzen Textschnipsel, die ganzen Recherchen, die gemacht wurden, haben die Jugendlichen nun durch diese Projektion und gleichzeitige performativen Elemente in die Öffentlichkeit gebracht. Also wirklich den November genutzt, um das Gedenken nochmal wirklich in die Stadt zu bringen. Die Klosterschule war alles andere als unbescholten, was die Verstrickung in die NS-Zeit angeht. Ich finde großartig, dass Faces for the Names jetzt hier in Hamburg aktiv wird, dass die Klosterschule beteiligt ist, dass vom Helmut-Schmidt-Gymnasium die Impulse ausgehen. Nie wieder Hass! Ich bin sehr bewegt. Eine sehr gute Initiative, sehr gute Idee, die man nicht nur redet, sondern man tut etwas. Wir haben hier junge Leute, die haben das in der Schule gelernt und jetzt wird auch in den Straßen gemacht, wird auch bei den Menschen erweckt die Frage, was ist hier los, was ist passiert, mit der Hoffnung, das unterstützt dieser Kampf. Ich denke, es ist ganz wichtig, das sichtbar zu machen und auch mit Jugendlichen dazu zu arbeiten, dass sie sich damit beschäftigen, mit dem Thema. Was macht das mit dir? Was macht das mit uns, wenn wir betroffen sind von Rassismus und über Rassismus sprechen? Was ist mit dem NSU? Und was ist mit den Opfern der NSU? Said Nesar Hashemi. Rassismus ernährt sich von einer schweigenden Mehrheit. Und wenn ihr ihm begegnet, dem hässlichen Gesicht von Rassismus, dann nehmt diesen Rassismus nicht als normal hin. Sucht aktiv Hilfe, wenn ihr Unterstützung braucht. Ich würde mir noch sehr viel mehr wünschen, dass Menschen, die eben nicht betroffen sind, auch sichtbar, hörbar sich damit auseinandersetzen und sich als Verbündete eben an die Seite stellen von Menschen, die das traumatisiert einfach. Steinbaum Marek, 7 Jahre alt. Wenn wir ertragen, Kinder leiden zu sehen, dann sind wir keine Menschen mehr. Am Abend des 26. März 1942 waren 1800 Menschen tot. Einer von ihnen, Oberrabbiner Josef Karlebach, eine wichtige Persönlichkeit für jüdisches Leben in Hamburg. Es ist nicht zu vergleichen, hören mit sehen. Das sind halt sehr viele Emotionen, die sich da halt anstauen und da kommt auch sehr viel Stolz mit dazu, dass wir, meine Klasse, meine Freunde, meine Schule geschafft haben, in Hamburg etwas zu bewegen. Wir haben endlich unsere Stimmen genutzt und haben gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, auch in die Vergangenheit zu schauen, die Dinge, die passiert sind, auch nochmal vorzuzeigen den Menschen, damit solche Fehler einfach nicht nochmal passieren. Alfred Hupel, lange Reihe,
Ich habe mich mit den Geschichten vom Bullenhäuser Damm, die Kinder, auseinandergesetzt. Es war sehr emotional und ich habe sehr viel dazugelernt. Und es hat mir auch gezeigt, dass Hamburg, die ganzen Stadtteile, Mümmelmannsberg, Wilhelmsburg, die ganzen Schulen gemeinsam auch etwas schaffen können. Josef Mengele, der berüchtigte Lagerarzt im KZ Auschwitz, hatte aus Berlin die Weisung erhalten, 20 jüdische Kinder für medizinische Experimente ins KZ Neuengamme zu schicken. Du nach rechts! Du nach links! Das Gedenken so eine Wucht, so ein Markt, so eine Aktualität bekommen hat. Ich kehre zurück nach München voll, mein Herz ist voll, mein Geist ist voll, meine Seele wurde ernährt. Meine Seele hat so viele wunderbare Momente bekommen. Ich bin beeindruckt. Im Ersten Weltkrieg diente er als Kindersoldat. Kennt ihr die Geschichte der afrikanischen Schutzbefohlene? Nein? Warum nicht? Es fließt. Beherzerische Kolumnen, die Köpfe der Menschen füllen. Es bebt. Weil nicht meine Werte und meine Leistung ist, was zählt, sondern die Hülle, die man von außen sieht. Aktiv zu sehen, wie Jugendliche in meinem Alter und Menschen mit etwas älterem Alter zusammenkommen und zusammen so eine Veranstaltung auf die Beine bringen und das Thema einem so nahe bringen, war tatsächlich sehr schön mit anzusehen und hat mich auch immer wieder zum Nachdenken gebracht, tatsächlich, weil es ist so etwas, was einem so weit entfernt vorkommt. Dabei ist es doch sehr präsent heutzutage immer noch. Und ja, ich fand es einfach sehr schön, meinen Kopf anstrengen zu können und in mich zu schauen und zu sehen, Martin, das ist ein Thema, das noch heute aktiv ist. Wie kannst du an dieser Bewegung teilhaben? Wie kannst du helfen, dass andere Leute auch jetzt Teil daran haben und was verändern können auch? Es fließt, dadurch den Rückgang der Wellen, der Mensch den Sturm nicht kommen sieht. Es fließt, es fließt, es brennt. Also diese Inhalte einmal des Gedenkens an Opfer von damals, aber auch wirklich an das gemeinsame Kämpfen gegen Rassismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das jetzt weitertragen in konkrete Projekte und in Aktionen hier in unseren Stadtteilen, in den Partnerschaften für Demokratie. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern wirklich die nächsten Monate und auch Jahre. Es fließt, es fließt, es brennt. Es fließt, es fließt, es brennt. Es brennt. Denn nur durch Lüften des Schleiers die Narbe zu schließen vermag. Es brennt in ihren Herzen, wie wenn zwei tektonische Platten ineinander driften. Es fließt wie ein Regenschauer, ein Scharmützel, was scheinbar kein Ende nimmt. Es fließt. Da sich viele nun entscheiden müssen zwischen dem Meer voller Anerkennung und Zugehörigkeit oder dem Bach voll Enge und Seligkeit. Es fließt, wie die Tränen meiner selbst, die über meine Wange gleiten.